viele Leute da sind. Aber ich sehe auffallend viele rote Flaggen und irgendwie wenig von den Bürgern einfach auf der Straße. So. Und das ist das Problem. Ich meine, das beinhaltet ja irgendwo Generalstreik, dass hier generell alle Leute stehen sollten, um irgendwie gegen die Regierung Europas auf die Straße zu gehen. So, das ist leider nicht der Fall. Und die Leute, ich sehe hier fröhlich, friedlich am Rumkonsumieren. Und ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein paar coole Redebeiträge, die uns so ein bisschen hier in Stimmung setzen. Und dann würde ich mal sagen, dass ihr euch nicht einfach zerstreuen solltet und dann auch in Starbucks oder so geht, sondern dass wir alle mal vielleicht mit einer Spontan-Demo so kurz durch die Innenstadt gehen, eben Ludgeri-Kreisel zurück zum Rathaus und dann mal ein bisschen Stimmung sorgen und die Leute ein bisschen darauf aufmerksam machen. Heute, am 14. November, ist in ganz Südeuropa Generalstreik und das soll auch hier registriert werden. Danke. Ich bin der Max, ich bin von der SDJ Münster, das ist die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend. Ja, heute am 14. November protestieren in Griechenland, Portugal, Spanien, Zypern, Malta und Italien Hunderttausende. Gegen anhaltende Kürzungen ihrer Löhne und Renten, gegen weitere Einschnitte im Gesundheits- und Bildungswesen und immer neue Sparpakete. Sie gehen gemeinsam auf die Straße, um sich für ihre Rechte einzusetzen. Schauen wir uns Spanien an. Sehen wir ein Land mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 54%. Schauen wir uns Griechenland an, sehen wir ein Land, in dem die Löhne gekürzt, die Preise angehoben werden und das Gesundheitssystem am Boden liegt. Doch erzwungene Arbeitsmarktflexibilität und unter anderem durch eine Beschneidung des Kündigungsschutzes, Privatisierung öffentlicher Dienste und der Sozialversicherung, Lohndumping, Rentenkürzungen, soziale Ausgrenzung und wachsende Ungleichheit sind keine südeuropäischen Phänomene. Alltag hierzulande sind real 6 Millionen Arbeitslose. Ja, auch hier erleben wir, vor allem als Jugend, die Auswirkungen der großen Krise. Sparprogramme schreiben Schließungen kommunalen Eigentums und Kürzungen bei den Sozialausgaben vor. Man nimmt uns unsere Rückzugsorte und kürzt unsere Bildung. Daneben ist die Jugend zersplitterter als je zuvor. 51% der Jugendlichen lebt in unsicheren Arbeitsverhältnissen. Gehört fast gar nicht der Stammbelegschaft an und wird auch nur schwer Teil von dieser. Die Ausbildung verschiebt sich für die Hälfte der Jugend auf die schulische Ausbildung. Sie kennt Hartz IV, Traineeships, unbezahlte Praktika und schlechten Lohn. Ihre oft einzige Hoffnung ist die Übernahme in die Stammbelegschaft. Aber der Kampf für das Recht auf Ausbildung und der Übernahme wird fast täglich verloren. Wir wissen, diese angeblich florierende deutsche Wirtschaft beruht seit mehr als 10 Jahren auf Reallohnsenkungen, auf der Ausweitung von kurzfristiger bzw. geringfügiger Beschäftigung, auf der Ausbeutung der Jugend und der Kürzung der Sozialausgaben und stürzt damit große Teile der Bevölkerung in Armut und Verzweiflung. Auf EU-Ebene werden die Kürzungen und Einschnitte jetzt europaweit rücksichtslos durchgesetzt. Zwischenbilanz der sogenannten Euro-Rettung, 25 Millionen offizielle Arbeitslose EU-weit, Tendenz steigend. Dagegen regt sich massiver Protest. Vielerorts gehen die Menschen zu Tausenden auf die Straße, um sich gegen die Spardiktate zu wehren und verdienen dabei unsere vollste Unterstützung und Solidarität. In diesen Zeiten müssen wir zusammenhalten, denn die Sparmaßnahmen in Europa werden uns alle treffen. Wir lassen uns daher nicht durch die Medien verunsichern. Wir wissen, dass die Griechen oder die Italiener nicht schuld an der Krise sind, sondern dahinter einzig und allein die Banken und Konzerne, die Monopole und Millionäre stecken. Lasst uns also hier an diesem historischen Tag, an dem europaweit Protestaktionen vom Europäischen Gewerkschaftsbund ausgehen, Solidarität üben. Solidarität mit der Jugend, Solidarität mit allen Werktätigen Europas. Lasst uns gemeinsam und europaweit kämpfen für eine Wende zu sozialem und demokratischem Fortschritt. Danke.